Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Bauvlog von uns. Darf ich? ja, wir zeigen euch heute mal wieder, was wir so machen, was wir so geschafft haben. Und ich glaube, erstmal zeigen wir euch, was wir schon geschafft haben. Wir haben nämlich sehr, sehr lange nicht gevloggt. Wir haben einiges geschafft. Und das zeigen wir euch jetzt mal. So, also wir sind hier gerade im Kinderzimmer, wie ihr an dem Rosa erkennt. Und ich habe jetzt hier überall immer weiß gestrichen, also fertig weiß gestrichen. Hier die Decke. Alles weiß, sieht so riesig aus, wenn man so guckt. Auch wenn man hier steht, sieht es so groß aus, nach hinten raus. Genau, und dann seht ihr, glaube ich, dass die Balken heller sind. Die hat Felix nämlich heute geschliffen. Man sieht es an seinem Outfit. Genau, wir haben hier so ein bisschen angefangen zu schleifen. Einmal, ja, weil das gemacht werden muss. Und natürlich haben wir hier ein bisschen Farbe und so gekleckert, einfach, dass das ein bisschen abgeht. Und da haben wir jetzt angefangen hier überall. Felix mal jetzt hier noch mit der Hand ein bisschen weiter. Und schaut euch mal seinen Rücken an. Sehr schön, oder? Ja, also ein paar Sachen oder ein paar Ecken müssen wir halt hier noch machen. Und hier sieht es auch überall aus. Alles dreckig hier. Und ich habe jetzt hier auch noch überall Acryl gemacht. Hier zum Beispiel überall Acryl gemacht. Hier am Fenster kann ich das sehr gut zeigen. Das habe ich erst vorhin gemacht. Seht ihr hier, glaube ich? Einmal so Acryl. Oh Gott. Hier. Genau, das muss jetzt noch weiß gemalt werden. Hier haben wir auch weiß gemalt, das Fenster. Hier ist auch, ich hatte das gerade auch wegen dem Staub. Aber hier oben. Hier muss jetzt nochmal weiß gemalt werden, weil ich danach gespachtelt habe. Und hier auch. Da seht ihr das Block, genau. Aber sonst ist das hier auch schon fertig. Hier müssen wir noch schleifen, wie ihr seht. Aber hier habe ich auch schon überall Acryl gemacht. Genau, hier überall auch. Und hier auch überall halt so Acryl. Hier ist es noch am Trocknen. Das können wir morgen erst abmachen. Und da oben trocknet das auch noch, das Acryl. Genau, dann habe ich hier noch Äste gemalt an die Bäume, an diese Birke. Sieht ganz gut aus, finde ich. Schatz, guck dir das mal an, was du da gemacht hast. Ja, das geht ja weg. Oh, wie schön. Rosa Wand. So, genau, also hier haben wir Äste gemalt, freie Hand alles, ist so ziemlich, ja, ziemlich Arbeit, aber sieht relativ gut aus. Es kommen dann noch Blätter hin und so kleine Vögel und dann ist es auch schon fertig. Da oben habe ich jetzt auch noch Acryl gemacht, genauso wie da in der Ecke. Und dann können wir rübergehen ins Schlafzimmer, da ist nämlich auch einiges passiert. Tada, hier hat der Herr auch, Alter, Spinnenweben, Schatz, guck mal. Geht eh gar nicht, ne? Sind so Spinnenweben mit Staub. Genau, also hier hat Felix jetzt auch vorhin. Sieht gut geworden, ne? Schliffen, ja, sieht sehr gut aus. Ja, und ich habe hier noch Acryl das letzte Mal gemacht. Das habe ich jetzt einmal abgemacht. Das ganze Kreppbandpapier vorhin. Genau, das sieht schon mal sehr gut aus. Da hinten müssen wir nachmalen, weil da ist Felix gegengekommen anscheinend. Ja, das ist hauptsächlich auch. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Genau, hier oben haben wir nachgespachtelt. Mehrfach jetzt, ich glaube dreimal. Und da muss noch mal rüber, denke ich. Da oben zum Beispiel. Ja, und dann müssen wir hier weiß malen. Und hier hinten, ihr seht immer da, wo es dreckig ist, da finde ich geschliffen. Also hier finde ich es auch schon überall geschliffen. Und ich habe hier die letzten Tage das erste Mal weiß gestrichen. Dann hier in den Giebel einmal weiß gestrichen und hier habe ich schon das zweite Mal weiß gestrichen. Und jetzt streiche ich gleich hier die Decke einmal. Ja. Dann ist das hier auch schon fertig. Ja, Ziel ist heute und morgen Laminat legen. Mal gucken. Alter. Das sieht lustig aus. Gut. So, wir starten jetzt. Ich werde jetzt, wie gesagt, weiß malen. Drüben im Kinderzimmer kann ich erstmal nichts mehr machen. Ja, und hier muss vielleicht gleich noch die Ecken ein bisschen schleifen und so. Stimmt, die musst du mir erstmal entkleiden. Die großen Balken müssen wir noch entkleiden wieder hier. Aufentreten. Na, schmutzig. So, meine Lieben, wir haben jetzt hier aufgeräumt. Schaut mal, wie viel Dreck hier zusammengekommen ist. Vielleicht hat hier den Boden noch abgekratzt, weil die ganze Spachtelmasse und so, die ja noch auf dem Boden war, immer alles abgekratzt, damit wir Laminat legen können. Und genau, jetzt machen wir uns an die Balken. Nach vorschütteln, ne? So sieht die Farbe aus. Ja, boah, hier, ne? Nussbaum hell.
Und da streichen wir jetzt die Balken, so sieht das vorher aus. Also sieht das jetzt aus. Und genau, mal gucken, wie das gleich aussieht. Ich bin sehr gespannt, wie das, wie dunkel das wird oder wie hell eben. Mal gucken. Ja. Nicht wundern, hier müssen wir noch warten bis morgen. Das können wir morgen erst wegmachen. Also nicht wundern, das bleibt nicht so. Genau, und auch der Rest an Klebeband hier. Das hier zum Beispiel, das hier mache ich jetzt gleich noch ab. Das hier kann ab. Weil hier streichen wir ja nicht mehr. Genau, ich will sie gleich noch rüber. Schatz. Ich hab da gerade Klebeband abgemacht. Ich muss gerne mal kurz rüberwischen oder so.